Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 6. Versuch Nummer 3. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Versuche, also das hier ist Versuch Nummer 3. Davor, also vorher bei der Mission, die jetzt kommt. Ich weiß nicht wieso. Schmiert mir andauernd die Aufnahme ab. Es kriselt und so. Die Aufnahme ist einfach im Arsch, ne? Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ganz ehrlich, also ich müsste das mal aufnehmen und irgendjemanden mal schicken, der Ahnung hat von Elgato, und fragen, was soll der Scheiß? Wer das lesen will, kann gerne Pause drücken. Master Ganning, am I boring you? All of this yammering away isn't going to solve anything. I'm going to fight the way I like to fight. We know that you have your own way of doing things, but that does not mean that you can ignore everything that those around you are saying. We fight together on the battlefield. So we all learn to cooperate. Well, old man, I see that you're pretty good at stuff like that. That's right, I am. Because I'm responsible, while you, on the other hand, are nothing more than... Huh? Did you say old man, brazen pirate? So, was fast hätte ich vergessen, mein Mikro anzustellen. So. Bitte, es muss jetzt funktionieren. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht ausmachen, woran das liegt, dass andauernd mir jetzt hier die gesamten Aufnahmen irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie in Arsch sind. Man konnte es mal in... Na, sagt schon... GoldenEye, Rogue Agent, es sehen, so ein Frame oder so, wenn man da an einer bestimmten Stelle, nämlich die Pause-Taste gedrückt hat, konnte man sehen, genauso, ich weiß nicht, woran das liegt, ganz ehrlich, also, beim besten Willen, ich werde daraus nicht schlau und ich habe mir im Internet geguckt, es gab halt noch, ich weiß nicht, es... Dieser Fehler wird nirgendwo irgendwie protokolliert oder so. Es könnte sein, dass es auch wieder passiert, weil dann weiß ich halt nicht, woran es liegt. Und das nimmt mir mal wieder den gesamten Spaß und die Motivation aufzunehmen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht weiterhelfen, woran das liegt. Die einzige logische Voraussetzung, die ich mir ausmalen könnte, wäre eben halt die gleiche Elgato nochmal neu zu kaufen, dass... Die Elgato, die ich jetzt habe, momentan noch. Ich würde mir natürlich das gleiche Modell holen, ne? Weil die anderen, die brauchen, ich denke mir mal, bessere Hardware und so, ne? Und, ja. Aber selbst die Elgato kostet immer noch 150 Euro oder so. Und das ist auch wiederum eine Menge Geld. Und ich dachte nämlich hier, dass das... Ich weiß nicht, ich meckere mal wieder zu viel rum. Das ist natürlich nicht gewollt, aber beim besten Willen, ich kann mir auch nicht weiterhelfen. Also, ich kann gerne mal sowas hochladen, wo das zu sehen ist, um euch einfach zu zeigen, dass ich mir hier nicht irgendwie was ausmale, was nicht der Wahrheit entspricht. Aber, wie gesagt, beim besten Willen, ich kann mir einfach da nicht helfen. Woran das liegt? Dreck hier. Abschaum. Ihr müsst euch auch mal besiegen lassen, ihr kleinen Vögel, Junge. So, wo liegen gehört uns? Zieh schon mal runter hier.
zu Ling Ling. Weg hier. Da kommt ja noch jemand. Alles immer in meine Richtung hier. Ihr habt gegen meine Deutsche keine Chance. Das sind die Deutsche Gottes. Jetzt darf ich Gott nicht mit reinziehen. Ich bin kein Gläubiger oder so. Nicht, dass ihr das irgendwie falsch versteht oder so. Ich glaube einfach an so einen Mist nicht. Weil es einfach Humbug ist, meiner Meinung nach. Aber ich möchte niemanden verurteilen. Wer daran an sowas glaubt, ist das seine Sache, aber nicht meine. Ich respektiere jeden, der irgendwie auf Religion steht und auch religiös ist. Keine Frage. Aber ich bin es eben halt nicht. Und ich versuche auch dementsprechend auch nicht meine Meinung irgendwie jemandem aufzudrücken. Wenn man unbedingt meint, ja, ich glaube an Gott und stehe dazu und so, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ah, gut, es läuft ordnungsgemäß. Schon beim Meckern irgendwie scheint es ordnungsgemäßer zu laufen als vorher, also... Scheinbar brauchen meine Videos immer mal eine Prise Mecker, aber damit vergraue ich da auch dann jeden neuen Zuschauer irgendwie. Weg hier, Rand. Gut. Die kommen jetzt hier zu mir. Traut euch, kommt zu mir, würde der Drachenlord sagen. Alter, wieso jetzt hier oben? So. Alter, ich beherrsche das Schlachtfeld, wie ich hier durchsäble. Vor allem, ich finde das ja auch gut hier, in diesem Teil hier, mit diesen gesamten Bäumen, die hier oben stehen. Man kommt sich so vor, man läuft durch den Wald. Ja. Ich meine, Dynasty Warrior 7 würde ich niemals... Ach, Dynasty Warrior 7, ich meine Teil 9. Würde ich niemals als schlechtes Spiel ansehen oder so. Keineswegs. Es hat eben halt noch Schwächen, die man... denke ich mir mal, ja, noch ausbauen kann, damit die Fehler nicht nochmal passieren. Also ich denke mir mal, die werden jetzt noch ein bisschen Zeit und Content, es ist ja noch einiges geplant, was an Content kommt für Dynasty Warrior 9, was ich auch relativ gut finde, weil es gibt immer wieder jetzt optionale Szenarien und neue Waffen und neue Kostüme, aber darauf kann ich ja eigentlich verzichten, aber es ist keine unnötigen Season Pass mehr, außer macht ein Season Pass, wo dann auch alles enthalten ist. Von mir aus kann der auch dann 50 oder 60 Euro kosten, aber ich möchte nicht irgendwie nach einer Zeit immer wieder 50 Euro reinstecken, wo ich dann so und so viel Kostüme habe, so und so viele neue Waffen und ich glaube vier optionale Szenarien. Das ist nicht wirklich geil. Ich hoffe, die werden es, wenn sie jetzt keinen neuen Content mehr bringen, aber ich denke mal, die werden jetzt ordentlich jeden Charakter nochmal einen optionalen Weg machen lassen irgendwie. Waffen werden ja irgendwann ausgehen, aber neue Kostüme werden auf jeden Fall noch kommen. Aber dass die dann sich hoffentlich an einen gleichen Setting, sage ich jetzt mal, an Samurai Warrior irgendwie bauen, dass man ganz Japan bereisen kann, da hoffe ich mir, das sieht sehr schön aus und ja, also wesentlich hübscher müsste es aussehen, auf jeden Fall, weil Dynasty Warrior 9 sah, Grafik her, okay, ja, aber trotzdem, dieses
dieses gesamte braun-ockerfarbenmäßig. Es sei denn, man geht in den Dschungel, das ist alles schön grün, aber trotzdem ist diese Welt schien mir auch nicht wirklich so extrem belebt. Deswegen, es ist aber trotzdem eins meiner Lieblingsspiele für die PS4. Muss ich ganz klar so sagen. So, jetzt machen wir die Abwehr. Und jetzt hier nochmal Angriff plus 20. Hoho. Ordentlich gepusht. Die Waffen brauche ich alle nicht. So, da bedanke ich mich beim Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also, haut rein und ciao.